Es sieht ziemlich heftig aus, aber an der Franz von Assisi Grundschule wird ein uralter Buchdruckerbrauch gelebt. Den Kindern gefällt's. Das ist das Gaunchen. Also ist das als Taube, dass man jetzt irgendwie die Druckerprüfung geschafft hat? Weil jetzt darf man in der Druckerei alleine drucken und kann den Kleinen etwas beibringen. Ja. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch. Das Gautschen der Druckerneulinge zum Schuljahresabschluss hat hier Tradition. Die Kinder der Schulwerksschule sind super aufgeregt und stolz, denn die Taufe im Bottich zeigt, dass sie die Druckerprüfung erfolgreich gemeistert haben. Die Druckerprüfung ist eigentlich nicht so schwer, weil man muss einfach nur kennen, was man machen. Wenn man halt denkt, dass man bereit ist für die Druckerprüfung, kann man das seiner Lehrerin sagen. Und dann wirst du in die Badewanne getaucht. Und dann rufen alle immer tiefer, 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 bis dann irgendwann der Kopf fast nicht mehr zu sehen ist. Wir können jedoch beruhigen. Die Kinder werden vorab gefragt, wie ihre Gautsch ablaufen soll. Jeder darf selbst entscheiden, wie nass er wird. Auch von uns herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Druckerprüfung.